Wir stehen hier vor dem Saarländischen Landtag. Die CDU-Innenminister haben beschlossen, die V-Leute aus den Führungsebenen abzuziehen. Wir sehen dem gelassen entgegen und sagen, eine Partei, die nichts Verbotenes tut, kann auch nicht verboten werden. Wir sind verboten gut. Was der wahre Grund für das Verbotsverfahren ist, wurde heute unter anderem in der Saarbrücker Zeitung deutlich. Dort wurde klipp und klar gesagt, dass das Verbotsverfahren spätestens zur Bundestagswahl im Jahr 2013 eingeleitet werden soll. Damit ist klar, dass dieses ganze Verbotsgeschrei nur ein Politikum ist. Man will hier eine unliebsame politische Konkurrenz ausschalten. Gerade beim Thema Euro wird deutlich, dass nur die NPD, nur die Nationaldemokraten gegen den Euro sind. Und darum ist die CDU der Meinung, dass wir als Nationaldemokraten weg müssen von der politischen Bühne. Wir werden weiterkämpfen gegen den Euro, für Deutschland, für deutsche Interessen.